willkommen. Und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem nächsten Hauptprojekt. Ihr könnt es schon lesen, es ist The Magical Quest Starring Mickey Mouse. Jawoll! Auch eines der schönsten Jump'n'Run Walt Disney Spielen, die es überhaupt gibt. Und ja, allzu viel muss ich ja hier auch nicht erklären. Es ist halt auch ein schönes Spiel aus der Vergangenheit. Und ich habe das als Kind auch so oft gespielt. Allerdings sind da auch wieder so viele Jahre dazwischen gewesen. Deswegen muss ich da auch erstmal wieder reinkommen. Ich gucke nur ganz kurz, ob da die Steuerung richtig eingestellt ist. Aber ich denke mal, ja. Und unsere Hauptaufgabe natürlich ist bei The Magical Quest Story Mickey Mouse, dass wir halt unseren Hund Pluto retten müssen vor dem bösen Imperator Carlo. Also Kater Carlo halt. Und er ist auch der Bösewicht. Und ja, alles andere werdet ihr dann in der Kampagne erfahren. Also viel Spaß bei dem Spiel The Magical Quest Story Mickey Mouse. Es ist übrigens auch der erste Teil. Und ich werde definitiv noch den zweiten Teil Let's Playen. Und den dritten Teil auch. Bloß ich muss euch vorher noch sagen, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt noch einen dritten Teil gibt von Mickey Mouse. Das habe ich auch erst vor ein paar Wochen erst im Internet mitbekommen und auch per Zufall gesehen, dass es auch noch einen dritten Teil von Mickey Mouse gibt. Und den werde ich natürlich zweimal Let's Playen. Einmal auf der SNES-Version und einmal auf der GBA-Version. Weil es gibt da einen Grund, weil die SNES-Version auf Englisch ist, komplett, und die GBA-Version komplett auf Deutsch. Und deswegen werde ich aus dem dritten Teil definitiv ein Let's Play again machen. Nur, dass ihr das schon mal wisst. Plus, es dauert natürlich ein bisschen, bis der dritte Teil dann auch kommt. Und na, der zweite Teil dauert auch nicht mal so lange. Ich hoffe, dass ich den Saikuchu da ein bisschen überreden kann, weil ich hatte eigentlich vorgehabt, mit ihm den zweiten Teil zu Let's Playen und den dritten Teil, den wollte ich mit der Mrs. Jasmin HD87 Let's Playen. Und ich hoffe, dass das alles dann perfekt läuft. Ich weiß, ich quatsche jetzt ein bisschen viel, das ist aber üblich bei mir, bevor es richtig losgeht. Und ja, jetzt beginnen wir mit Level 1. Mickey und seine Freunde spielen Ball im Park. Schön. Sieht man da ja auch. Partymusik. Und das Goofy. Hier kommt ein toller Ball, Mickey. Und da ist Mickey Maus. Aua. Und da ist Pluto. Hier geblieben, Pluto. Stopp! Keine Sorge, Mickey. Ich hole dir Pluto zurück. Ja, winke, winke, Goofy. Sorgen? Wer ist besorgt? Wenn Goofy sagt, er holt ihn, dann wird er ganz bestimmt höchstwahrscheinlich... Oh! Pluto! Hierher, Pluto! Wo bist du bloß, Junge? Oh, weia. Und Mickey fällt nach unten. Super. Eine nette Vorgeschichte. Oder beziehungsweise nettes Intro. Und ja, ihr seht richtig, es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Level. Und jedes Level hat natürlich, wie bei Aladdin, Levelabschnitte. Bloß, ich werde das hier ein bisschen anders strukturieren. Ich werde hier ein komplettes Level, ein Part machen. Also, da, hier werden die auch ein bisschen länger. Und das erste Level heißt der
Wipfel. Jawohl. Bloß, ich darf hier in jedem Level nicht rumtulpen, weil ihr seht, es ist auch schon oben in der Mitte. Es geht auf Zeit. Und ich muss erstmal mich ein bisschen an das Spiel wieder dran gewöhnen. Und das war ein Reinfall. Also, Moment mal. Bevor ich auch hier im Spiel richtig loslege, möchte ich erstmal euch das Interface erklären. Ja, oben links, wo jetzt ein P-Punkt stehen, das heißt, wenn man, also man kann das Spiel auch zu zweit spielen, aber für den ersten Teil habe ich mir überlegt, dass ich den ersten Teil noch alleine let's play. Das ist halt der erste Spieler. Punktestand, zurzeit habe ich 0, ist klar, wir fangen ja auch gerade erst an. Dann rechts davon sind die sogenannten Mickey Mouse Münzen, habe natürlich auch erstmal 0, aber das ändert sich. Ja, dann in der Mitte ist die Zeit. Wenn die Zeit auf 0 steht, haben wir das Level automatisch verloren, also darf ich nicht zu lange rumtrödeln. Daneben ist unser Leben, wir haben momentan 2. Und darunter haben wir direkt an sich 5 Herzchen. Und dann haben wir rechts davon noch die Highscore. Momentan haben wir 10.000. Aber das ändert sich natürlich auch. Jo, ach ja, und unten kann man jetzt so eine Mickey-Maus-Leiste sehen. Das wird ab dem nächsten Level für uns sehr interessant werden. Jetzt momentan noch nicht, aber das kommt noch. Und wir können auf Tomaten fliegen. Toll. Und hier sind Hühner oder Vögel halt. Und wenn wir die ärgern, bekommen wir eine Münze. Und da ist unser erster Gegner, ein Käfer. Aua, das war doof. Komm her. Jawohl. Jetzt kommt erstmal ein Textanalog. Hallo, ich suche meinen Hund, Pluto. Haben Sie ihn gesehen? Ja, dein Hund wurde gekidnappt von dem grausamen Herrscher dieser Welt, Imperator Kater Carlo, genau. Er wird ihn nie wieder freilassen. Das ist grauenhaft. Imperator Kater Carlo? Er wird einen bösen Fluch über Pluto verhängen, wie er es mit all seinen Gefangenen macht. Ich warne dich. Seine mächtige Magie verleiht ihm ungeheure Kräfte. Versuche ja nicht, deinen Hund zu retten. Bringe dich selbst in Sicherheit. Nein, Pluto ist mein Freund. Ich werde ihn nicht im Stich lassen. Sagen Sie mir, wo ich Imperator Kater Carlo finde. Wenn du darauf bestehst. Folge den Statuen des Imperators, eine nach der anderen. Sie markieren den Weg zur Burg. Vielen Dank. Bis bald. Ich werde magische Truhen im ganzen Land verteilen. Sie werden dir helfen, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Viel Glück und hüte dich vor der Magie des Imperators. Jo, werden wir tun. Vielen Dank. Okay. Das war eine gute Warnung von ihm. Aber was er jetzt mit Ton meint, ist auch eine gute Frage. Also es gibt hier zumindest versteckte Türen. Ich werde erstmal hier oben ziehen. Und dann bekommen wir Äpfel. Und dann bekommen wir halt auch Punkte. Wozu die jetzt hier gut sein sollen, weiß ich selbst nicht. Eigentlich sind die Punkte unnötig, aber die Münzen sind schon interessant. Das sind sie.
Und bei den roten Mickey Mouse Blöcken können wir auch unendlich davon holen. Weil ihr seht ja schon richtig, von dem bekommt man eigentlich unendlich. Ah, ich gehe erstmal hier nach unten. Ich glaube, hier sind Münzen drin. Jawohl. Und jetzt schnappe ich mir noch meine Tomate. Und fliege diesmal, wenn es auch klappt, etwas weiter nach oben. Ohne den Gegner zu treffen. Danke. So, und die Wolken lösen sich natürlich auf, wenn wir auf sie springen. Deswegen muss ich hier auch ein bisschen aufpassen. Aber es wird schon. Hier sind, glaube ich, auch nochmal Münzen drin. Jawohl. Ja, ich habe die eine jetzt nicht mitgenommen, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Und hier geht es natürlich auch nochmal weiter. Oh, ein extra Herz bekommt. Sehr gut. Jetzt haben wir schon 6. Das ist gut. Ja, ein paar Münzen einsammeln noch. Ja, die Münzen könnten im späteren Verlauf nochmal interessant werden. So, das war der obere Teil. Ich möchte euch natürlich auch noch hier den unteren Teil noch zeigen. Aua. Ich dachte, ich würde noch auf die Wolke springen, aber nein, da habe ich falsch gedacht. Ja, und jetzt sind wir hier wieder. Also, ihr habt... Oder wir haben im unteren Bereich eigentlich nichts Interessantes verpasst. Außer nur ein paar Käfer. Oh Gott, jetzt machen hier auch wieder Stacheln mit. Da müssen wir uns auch sputen. Aber läuft bis jetzt sehr gut. Und jedes Level hat, glaube ich, 3 bis 4 Unterlevel. Oder Abschnitte. Und ja. Es machen hier natürlich in dem Spiel auch wieder Zwischenbosse und auch Hauptbosse mit. Und die Hauptbosse haben immer ein besonderes Merkmal. Aber das werdet ihr beim ersten Boss bald sehen. Und jetzt dürfen wir auf der Riesentomate... Scheiße! Ja, komm. Eigentlich darauf... Ja, in dem Sinne drauf reiten, aber wir müssen trotzdem aufpassen. So, jetzt muss ich auch gleich nochmal aufpassen, weil die knallt jetzt gleich auf einer anderen Tomate. Genau. Und auf der hoffe ich, bleibe ich jetzt drauf. Weil dann kann ich euch nämlich auch wieder ein Geheimnis zeigen. Ja, nämlich hier oben. Hier gibt es nämlich unter anderem noch das hier. Sind zwar nur Äpfel, aber ist trotzdem gut, dass man das weiß. Und hier gibt es nochmal eine Geheimtür. Und das ist, glaube ich, ein Geschäft. Ja, ein Warenhaus. Ja, hier steht natürlich überall ausverkauft, weil wir... Ja, keine Ahnung, weil das halt im ersten Level noch so ist. Aber im späteren Verlauf, falls wir noch Warenhäuser treffen sollten oder erblicken sollten, dann können wir da auch Sachen einkaufen. Und jetzt kommt der erste Zwischenboss. Ja, irgendwie eine Fledermaus. Irgendwie. Und wir müssen einfach nur drauf springen. Ja, er beschwört auch so kleine Fledermäuse, aber das soll auch kein Problem sein. Nee. Ich wollte eigentlich nochmal auf ihn springen, aber nee, das war mir ein bisschen zu riskant. Ja, die Musik ist eigentlich auch schön. Oh, nee. Nicht doch. Und das war der erste Zwischenboss. Ach, herrlich. Okay. Und jetzt kommt der nächste Abschnitt. 1-3. Ah, nein. Das war eine Münze. Vorsicht. Wir dürfen nicht zu lange im Wasser bleiben, sonst tut's nach einer gewissen Zeit weh. Naja, ist logisch, ne? Sonst bekommt Mickey Mouse ja auch keine Luft zum Atmen. Und da ist eine Biene. Und Frösche machen jetzt hier auch mit. Yay! Vorsicht!
Ach, das Spiel ist genial. Wow, wow, wow. Und wir haben den Biber gekillt. Der würde uns verfolgen. Bis hier ungefähr. Und jetzt mal... Ah, da ist er wieder. Ja, die Gegner, die respawnen hier auch. Nein. Jetzt machen ja auch gemeine Seesterne mit. Aber auch die sind kein Hindernis für uns. Nächster Käfer. Ja, ein Soldat. Und jetzt kommt schon der erste Hauptboss. Und zwar jetzt. Genau. Und jetzt wird's lustig. Wir dürfen jetzt gegen Katakalo in Schlangenformat kämpfen. Ach, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Sorry. Ich habe aus Versehen jetzt die Rückspultaste benutzt. Ich wollte eigentlich nur ein Screenshot-Bild machen. Ja, da müssen wir halt nur den Kopf treffen. Und die Schlange wird auch an sich immer kürzer. Wow. Und bekommt auch manchmal einen knallroten Kopf. Ha, getroffen. Ach, shitte. Ja, wenn der Kopf rot ist, ist der unverwundbar. Oh ja, und jetzt... springt er auch noch. Ja. Ha! Und da ist die erste Statue. Aber es ist für mich allerdings ein Geist von Katakalo. Jawohl, und das erste komplette Level ist geschafft. Der Wipfel. Jawohl, wow, 100 Münzen, nicht schlecht. Und Gesamtpunkte haben wir 35.800, sehr gut.